Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Crust. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Menschen gemietet, was sich auf der einen Seite sehr komisch anhört. Aber wir haben es getan. Und wir werden mal schauen, was wir jetzt alles... Nein, ich wollte keine Infos, sondern ich wollte, dass du die Untersuchung gehst. Aber wir sind natürlich weiterhin am Versuchen, so schnell wie möglich unsere eine Mission hier abzuschließen. Unsere Laserkanone. Aber die braucht leider ein bisschen. Aber wir haben jetzt Titan entdeckt, was uns helfen wird, Titanplatten und Dämongleichen zu produzieren. Da müssen wir uns aber gerade noch hingraben, das wird noch ein bisschen dauern. Gleichzeitig sind wir natürlich am Forschen und ich versuche mich langsam Stück für Stück zu den großen Solarpanelen vorzuarbeiten. Weil ich glaube, die könnten für uns sehr, sehr interessant sein. Hier haben wir Fahrzeughangar. Und hier unten kriegst du die Bohr-Upgrade-Effizienz. Also Stück für Stück geht es dann voran. Hier ist eine Battery Optimization. Increases our battery capacity um 20%. Okay. Aber wir sind Stück für Stück unterwegs. Es dauert halt einfach seine Zeit. Ne? Muss man so nehmen, wie es ist. Das Lager ist immer noch voll. Das füllt sich auch noch. Machen wir noch einen Haul, würde ich sagen, schnell über den Markt. Und verkaufen hier nochmal Aluminium. Obwohl Aluminium mittlerweile einem sehr tiefen. Obwohl so tief ist aber halt auch nicht. Wenn ich jetzt hier wieder meine Masse verkaufe, kriege ich wie viel? 99.000, das nehme ich sogar noch gut an. Ich habe Titan nur 18 auf Lager. Wenn ich die 18 verkaufe, kriege ich 2.000 Euro. Wie schaut's aus mit euch? Alle verkaufen kriege ich. Erstens geht es gar nicht, weil das übers Limit geht. Ich kriege fast 300.000. Nicht schlecht. Die zu machen bringt sich schon was. Das bringt sich schon was. Hier, Komponenten hätte ich 100. Wenn ich alle verkaufe, mache ich 300.000. Eine Ladung voll entspricht 128.000. Die Kontrolleinheit ist halt das, was ich am meisten verkaufe. Jetzt hätte ich sogar eine auf Lager. Uff. Die eine mitsenden und wir machen... Ja, nicht wirklich was. So, die werden da oben jetzt auch mal automatisch befüllt. Von daher tut es auch uns nicht wirklich weh. Aber wir kriegen Geld und das ist relativ wichtig. Schaut euch mal den Weg an fürs Titan. Hei. Wir können gleich mal Kabel hinterlegen. Weil die müssen ja dann auch noch dadurch. Soweit schaut hier auch noch alles gut aus. Wie ist eigentlich gelaufen mit Menschenmieten? Ich hätte gerne noch einen Wissenschaftler und noch einen Ingenieur. Miete ich alle mal kurz. Drop Pod is ready. Da kommen sie jetzt alle raus wieder. Alle in die Base. Durch die Luftschleuse direkt an die Arbeit. So wollen wir das. Effizienz, warum ist die bei 40? Ah, weil erschöpft. Okay, negativer Hunger. Hm? Dann ess was. Wir haben noch genug in Kühlschränken drin gelagert an Nahrung. Und wir haben einen schönen Tisch. Das Einzige, was ich nicht habe, ist den Musikbox, weil dafür brauche ich einen Mikroprozessor. Das habe ich jetzt nicht unbedingt auf Lager. Oh, hier oben muss viel repariert werden. Holy moly, okay. Schauen wir, vielleicht kriegen wir da vielleicht in Zukunft mal ein Utility Room oder sowas noch rein. Weil das bleibt natürlich jetzt sehr steif. Und der Verbrauch und die Produktion ist hier...
relativ gleich. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Money. Money, Money, Money. Wie schaut's aus mit unseren Lagern? Relativ gut. Schauen wir mal kurz wieder auf den Mond, wieder auf Laserkanone. Wenn ich sag, Transport hinzufügen, alles auffüllen. Ich krieg all das mit, beim anderen wird es ein bisschen down, aber wir machen die Mission schon mal ready to go. Dann sollte er jetzt befüllt werden, oder? Ja. Die Kollegen befüllen ihn jetzt. Idle Rover mal wieder. Schau mal, was der alles noch zu forschen hat. So viel zum Forschen auf diesem Mond. Das ist schon eine feine Sache, ich sag's euch. Die Zeit tickt halt trotzdem, ne? Auch wenn wir viel, viel Zeit grundsätzlich wahrscheinlich noch haben. Die Zeit tickt und tickt und tickt. So ein Kohlefaserprozessor kann ich gar nicht mehr. Warum kann ich zum Beispiel den Kohlefaser jetzt nicht hier platzieren? Ah, nicht genug CPU mal wieder. Wir brauchen echt wahrscheinlich noch ein Utility rum, wo ich die ganzen CPUs rein platzieren kann und alles, weil es braucht alles so viel Platz. Wie läuft's hier? Seid ihr schon durch oder was? Oh ja, schon. So, jetzt gucken wir nur, dass das alles gleich ist. Die Kollegen müssen das Ganze natürlich noch freiräumen. Das wird eine Zeit dauern. Wir verkabeln währenddessen froh nach hinten weiter. Weil das bedeutet, ich kann da einen Bohrer hinsetzen und kann mit dem dann hoffentlich meinen. Und so wie es aktuell ausschaut, kriege ich auch nur eine Zelle hin. Oder? Oh yes, ich krieg zwei drauf. Ich krieg zwei drauf, Jungs. Das kann gut werden. Zwei Titanenproduktionen sollten uns im Wesentlichen helfen können. Vor allem, weil wir relativ wenig Titanoxid rauskriegen. Die Mischung wird uns dann nochmal ein bisschen helfen. Dann sehen wir vielleicht hier auch mal ein bisschen mehr laufen und nicht so dieses armselige, oh, so wenig. Vor allem, wenn das alles Stück für Stück, wenn man sich mal expandieren anfängt. Oh, wird das schön. Wie schaut's mit unserem Freund eigentlich hier unten aus? Was soll ich denn hier noch? Ich glaube, so ein bisschen verbuggt. Ich glaube, den habe ich auch kaputt gemacht. Hör, lol. Ah, jetzt ist weg, okay. Wie läuft's hier drüben? Ja, langsam, aber sicher kommt, haben wir dem... Was war das denn jetzt? Haben wir das Eisen schon mal voll, da fehlt uns noch 200. Die Titanplatten, ja, da fehlt uns noch 100. Und halt der Beton. Aber wenn das durch ist, sind wir auf dem richtigen Weg. So, ihr seid alle fertig, dann werden wir euch alle wieder umbauen. Ich hätte vielleicht noch ein paar Transporter gerne. Um ehrlich zu sein. Die Transporter sind der Hammer und bringen halt, wie wollen wir die aufsaugen? Die schlucken halt einfach das Gebiet.
Ich darf ja keine Platzierung. Achso, ja. So, warte, wie war das? Hier hinten war irgendwo eine Stelle, wo ich machen konnte. Hier, und dann gehen wir hier. Aha. Ja. Nicht genug CPU. Dann machen wir aber schon mal das Förderband. Teuer, 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 sehr teuer. Au, 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 au. So, okay. Der ist schon wieder eitel. Gibt's doch gar nicht, dass hier so viel noch zu untersuchen gibt. Hier gibt's auch noch Tonnen. Ja, die müssten jetzt mal hier nur ein bisschen aufsammeln. Hier ist genug Material am Boden noch. Saug, saug. Wie viel kriegt der rein? 5, 6, 8, 10. Also der spart schon einige Fahrten für unsere Leute, weil 10 Material sind 10 Fahrten von den anderen. Es ist schon, also 9 Fahrten von den anderen. Hm. Oh Gott, ja, jetzt ist es mit der Reparatur wieder da. So. Deswegen können wir gerade die auch nicht bauen, oder? Weil wir nichts zur Verfügung stehen haben an Material. Eisen ist voll, Titanplatten nicht, Beton zur Hälfte. Alter, jetzt ist er schon wieder durch. Wahnsinn, wenn er so alles auf einen Platz stehen hat, geht das ganz gut, du. Wie läuft's aufräumen? Ja, läuft schon. Langsam, aber sicher. Hier sammeln sich die auch immer noch. Das ist der Wahnsinn. Ich kann da so viel verkaufen, wie ich will, glaube ich. Das macht keinen Unterschied. Markt. Verkauf Titanplatten. Bei welchem Preis liegen wir gerade? Eigentlich Titanplatten. Aluminium. Liegen wir wieder bei einem High. Schick. Gleich zweimal verkaufen vielleicht. Ich verkaufe ja irgendwie nur. Ich verkaufe schon ein paar, aber ich habe noch mehr auf Lager. Oh, jetzt ist der Preis gedroppt gerade. Schade. Schade, 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 schade. Das war gerade zu schön, um wahr zu sein. Ah, schön, die räumen jetzt den ganzen Raum leer. Und die Anlage ist rein theoretisch ready für den für die Aufnahme. Weil wir sind auch gleich wieder bei 300.000. Was das Ganze natürlich sehr angenehm macht. Nein, 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 nein. Ihr macht dann niedrige Prio, bitte gerade mal drauf. Nicht so viel draufsetzen, bitte. Die latschen da ganz gemütlich durch. Ich finde das Geräusch so geil. Longshots. Und jim. Dann ist nochmal Silizium schauen. Nochmal.
Und da fällt eine Sache auf. Da ist relativ viel Erz noch. So. Ah, das ist doch ungut. Das ist richtig ungut. Warum liefert der noch weiter? Das verstehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich schalte aus und der liefert weiter. Hä? Einstellungen, Förderband, Roboterwartung. Kann ich die jetzt erst einfach abbauen? Das Lager wieder füllen, ganz gemütlich. Das wäre top. Ja, du bist wieder leer, aber ich glaube, das Zwischenlager sollte noch gut gedeckt sein. Genau, ja. Ne, passt schon. Wie schaut es hier aus? Ja, okay, aber es wird ja. Alter, wie viel gibt es denn hier zu untersuchen? Das ist ja der Wahnsinn. So, ich hoffe, das bringt sich's. Weil Titan ist doch irgendwie wichtig aktuell. Und der... Aha. Ich habe halt auch kein anderes Gebäude, was Schlacke produziert. Nur ihn hier und dem hat nichts zu tun. Also von daher kann ich nichts anderes außer sagen, außer... We have to wait, my friends. Wie schaut's aus? Hier sind schon zwei zum Beispiel drin. Das Problem ist, die liefern das jetzt alles hoch. Wir setzen nicht auf niedrig, genau wie dich. Jetzt schau mal. Nein. Ich würde gerne ein bisschen Grün kaufen. So, okay. Das sollte bei der Forschung helfen jetzt, weil wir sind forschungstechnisch unbalanced. Also allein hier sind wir sehr unbalanced. Aber wir könnten ja mal hier vorankommen, oder? Gib denen einen Boost! Das wird schon noch, ich sag's euch, das wird schon noch. So, der liefert das jetzt nach hinten, dann sollten wir da schon mal bauen können. Wäre ja schon mal gut. Gebt mir Licht. So, okay. Jetzt müssten die beiden anfangen zu leuchten, oder? Ja, da kommt's Licht. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen auf den Beton warten. Hier fehlt leider... Boah, ist das übel, wenn der Beton leer geht. Das ist ja richtig übel. So, jetzt sollte der gebaut werden. Und damit dann die Verbindung stehen, oder? Und dann sollte auch alles passen. So.
Oh, schau mal, was der raushaut. Holy moly, wenn du den aufs Höchste holst. Zieht er den Boden raus. Das ist viel auf einen Schlag. Schau mal, Effizienz 200%. Titan 74%. Hui! Ich hoffe, diese Geräte da vorne sind doch ausgelegt, dass sie das machen. Du hast Silizium viel. Ich würde gerne noch eine mit Eisen. Aluminium. Eisen. Das sollte da die Leistung auch nochmal steigern. Du siehst da den Unterschied auch schon. Ist halt auch alles sehr, sehr teuer. Und das hat einen sehr weiten Weg noch vor sich. Also überleg mal, wir haben davon zwei. Das wird dann übel, Leute. Das wird dann richtig übel, wenn wir davon zwei haben. Der ist schon wieder idle. Und hier unten sind nur Minus-Sachen. Das gibt's hier gar nicht. Hier ist auch wieder Silikon. Das gibt's noch eigentlich gar nicht. So, wir haben Hightech-Fabrik erforscht. Nice. Nur noch den Fahrzeughanger. Was ich mir gerne noch auf der Karte anschauen würde, ihn hier. Abbau starten. Na komm, bohren. Das kriegen wir hier wahrscheinlich wieder sehr viel regulär, oder? Ne, Schlacke. Lass mal einfach bohren. Und schauen, was passiert. Irgendwas wird passieren müssen. So, der ist schon wieder durch. Gut. Jetzt füllen wir Stück für Stück da auf. Wie schaut es mit unserer Lieferung aus? Oh, die kommt jetzt an. Ja, eventuell müssen wir da upgraden. Ja, jetzt wird's kritisch, Jungs. Wir liefern jetzt so in Masse an, das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Schat, wir sind jetzt schon bei Titanium einiges höher wieder vor. Hier müsste es sich auch gleich erhöhen. Vor allem ist Titan jetzt eine der meist zugelieferten Sachen bei uns. Die Balance müsste sich langsam ändern beim Ganzen. Hier kommen wir nicht über die 20. Hier auch nicht mehr. Aber es ist wesentlich mehr wieder vor. Das ist natürlich nochmal übel. Weil es einfach bedeutet, wir können viel mehr produzieren. Und viel mehr produzieren heißt, wir können mehr was mit Titan machen, was ja eigentlich unser Problem die ganze Zeit ist. Wenn jetzt mal hier dass die Platten langsam Lager kriegen, dass ich vielleicht langsam anfange zu lagern. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil beide warten eigentlich nur darauf. Aber mit mehr Masse sollte das funktionieren können. Rein theoretisch. So ganz rein hypothetisch. Das Lager wird langsam auch ein leerer Standpunkt. Also mein Handy macht noch eine. Ich hätte stumm machen müssen, ganz ehrlich. Ja, das wird noch dauern. Das sowieso, das ist Wunschdenken, meine Freunde, Wunschdenken. Das könnte ich mir leisten. Rein theoretisch könnte ich den aufnehmen, den Logistical Issues, weil den könnte ich ohne Probleme abschließen, wenn ich mich nicht irre. Akzeptieren, Ressourcen senden. Dafür haben wir auch wieder drei Lieferungen. Senden.
Oder sogar mehr. Holy shit, okay. Senden und nochmal senden. Dann sollten wir alles losgeschickt haben. Bedeutet, hier fließt jetzt wie blödes Zeug. Oh, schau mal, hier habe ich das Upgrade wahrscheinlich vergessen. Genau. Dann sollte der das jetzt in Sekundentakt reingefüllt gekommen. Und so sollten unsere Lager auch unten gleich arbeiten können. Ja, schon. Instant leer ist die Hälfte. Holy moly! Ja, schon. Wir können endlich Titanplatten, glaube ich, lagern. Nach ewiger Warterei sollte sich das funktionieren. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Wir können lagern. Auch weil vielleicht Titan mittlerweile einen sehr großen Anteil teilweise hier macht bei uns. Aber nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hm? Wir produzieren nur 0,1? Ernsthaft? Ich hätte irgendwie das besser erwartet. Wo ist denn dieser komische Freund? Produziert der nicht doch, oder? Maximale Laderate minus 29, okay. So, wir haben den ersten Teil gesendet und derzeit wird natürlich nachgeschossen wieder. Aber das, schau mal, wie schön schnell es geht. Wenn das auf Stufe 2 ist, geht es richtig schnell. Schau dir das an. Wie schaut es hier aus? Okay. Stück für Stück in die richtige Richtung. Da kann man sich nicht beschweren. Das Wichtigste ist, dass wir als nächstes dann Solarpaneele haben. Was ist das hier? Drohnen-Upgrade, Elektromotoren. Neue Triebwerke, die an eine geringe Schwerkraft angepasst sind, erhöhen die Reisegeschwindigkeit von der Drohne um 20%. Okay. RTG. Ja, aber ich glaube, wir kommen hier gut voran. Also es dauert halt alles wieder so ewig, aber das sollte auch kein Problem sein. Und wir sollten den Auftrag auch hoffentlich relativ schnell erfüllen, weil wir tun gerade alles verkaufen. Von daher sollte das absolut kein Problem werden, ne? Oh, guck mal, wir kriegen einen Bonus, wenn wir es innerhalb von 0 Tagen. So schnell bin ich jetzt auch wieder nicht. Ah ne, das ist gar nicht der aktive, oder? Das ist der... verfügbar. Ich könnte das senden, das sollte ich gleich hinkriegen können, oder? Ich will aber erstmal oben gucken, weil wir tun hier gerade noch verladen, wie blöd. Weil ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch. Ich glaube, da kommt noch mindestens ein Flieger. Und dann, wenn ich jetzt den Auftrag annehme, 75 Tage, bis ich den Auftrag durchkriege. Puh, das könnte übel werden. Was ist denn heute los, Mensch? Kamera wieder drehen, weil ich mich wieder anders hinsetze. Ich brauche echt mal einen neuen Stuhl und eine Kamera, die das alles automatisch hier machen. So. Also, warte. Oh. Können wir das hier irgendwie ausschalten, dass die Handlieferung da eigentlich unterrangig ist? Weil jetzt warten wir für 10 auf Transporter, weil die das machen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so cool. Schau mal, wir haben aber mittlerweile Titanplatten auf Lager. Ist eigentlich schon erstaunlich, ne? Und jetzt ist wieder eine weg. Aber spannend zu sehen, wie es jetzt mal nach langer Zeit wieder funktioniert, dass wir auch lagern können. Genau, jetzt haben wir den Iopi nochmal hier. So, wieder hier durch. Du untersuchen, dankeschön.
Aber es wird. Und langsam sollten wir es auch verlegen. Schau mal hier. Was steht denn hier? Die Laserknöpfe schließen sie. Alter, sag mir nicht. Ich brauche dann noch mehrere Phasen. Alter, das ist so teuer. Ich hoffe, das wird günstiger, weil wenn nicht, haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein richtiges Problem. Additional Quest. Aurora Project. Du hast dich entschieden, Mechelight bei der Weltraumforschungsprojekt zu unterstützen. Meeressternen, feindliche Ziele. Oh Gott, da gibt's viele Missionen. Holy moly. Contract complete. Perfekt. Dann kann ich jetzt hier reingehen. Unter verfügbar. Und schauen, wo ich den gerade eben gesehen habe. Wo war dieser Auftrag gerade? Der war perfekt für uns. Och nö, jetzt ist er weg. Das ist das Problem, wenn man das nicht direkt einsagt, weil man erst nochmal gucken will. Du bist eine Forschung. Du warst es, oder? Nee. Ach, jetzt finde ich den wieder nicht. Machen wir einfach den von Southwind. Ressourcen senden, los geht's. Die Leute sollten damit kein Problem haben. Geringe Menge sollte kein Problem sein für sie. Es wird draußen schon dunkel, das ist so übel. So, okay. Jetzt haben wir schon 15, okay. Und da sind die 21. Nice. 11 Bewohner haben wir. Würde ich mal nicht als schlecht beachten. Contract complete. Kann ich mir jetzt vielleicht mal 2 CPUs leisten oder so? Control Units, Mikroprozessoren. Kaufen. Cargo. Drop hier. Let's drop it. Weil ich muss die CPU-Leistung erhöhen, ansonsten habe ich wieder Probleme einfach die ganze Zeit. Ich hole einen Bohrer. So. Die Ecke mal rausreißen, bitte. Forschung abgeschlossen, okay. Dann tun wir die Ladekapazität nochmal erhöhen auf plus 5. Das macht, die können 15 transportieren. Das ist schon massiv. Also ganz ehrlich, hier gibt es richtig gute Upgrades teilweise. Verstehe nicht, warum ich das da frei habe. Stück für Stück wird es aber, würde ich sagen. Ja, gut, okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.